Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Impleet. Und im Hintergrund hört ihr schon Seemanns Shanties. Es hat mit War Thunder eine neue Ära begonnen. Nein, wir wollen es nicht übertreiben. Aktuell gibt es ein Event im Spiel, in dem man mit echten Segelschiffen, echt sind sie ja nun auch nicht, sind ja digital, aber mit Segelschiffen Seeschlachten ausführen kann. Da ist jetzt schon das eine oder andere spekuliert worden, was das denn wohl sein könnte. Es ist ja ein Tag vorm 1. April veröffentlicht worden und der erste Gedanke, den viele hatten, waren, das war ein April-Scherz, wo man dann aber gesehen hat, hier im Spiel sind sie tatsächlich auch vorhanden, diese Segelschiffe. Waren die meisten dann schon am überlegen, was ist denn nun los? Für einen April-Scherz ganz schön aufwendig gemacht, denn da gehört ja eine ganze Menge Arbeit zu, sowas fertig zu machen. Ich kann euch jetzt einfach mal sagen, es ist kein April-Scherz. Das, was ihr hier aktuell im Spiel machen dürft, ist nichts anderes als ein Engine-Test. Es sollen ja irgendwann nochmal die Schlachtschiffe ins Spiel kommen. Und Gaijin arbeitet da natürlich schon dran. Solche Arbeiten werden nicht 3 Monate, bevor man etwas in ein Spiel implementieren möchte, erst angefangen, sondern das ist ja Programmierarbeit, die Monate, teilweise Jahre im Voraus stattfindet. Und das ist auch ein Grund, warum das Wasser im Spiel überarbeitet worden ist vor längerer Zeit. Jetzt haben wir eben hier quasi den ersten Live-Test zu den kommenden Battleships. Damit die Leute hier nicht zu hellhörig werden, ist man hingegangen und hat einfach mal Segelschiffe genommen. Es gibt auch nur ein einziges Segelschiff, nur einen einzigen Typen. Aber um mal zu gucken, wie die Engine läuft und ob das alles funktioniert, ist das natürlich ausreichend. Auch diese Segelschiffe ist natürlich mit Programmierarbeit verbunden. Allerdings ist das ja nur eine Textur über einen Buddy. Und dieser Buddy, das ist einfach ein Buddy, den wir später im Spiel auch unter einem Kriegsschiff finden werden. Das heißt also, ihr dürft hier gerade den Anfang der Kriegsschiffe testen. Und dieses Event sollte sich niemand entgehen lassen, weil es einfach nur Spaß macht. Wichtig ist, dass ihr wisst, ihr bekommt nichts dafür, außer dass ihr mitmachen dürft. Es gibt keine Silverlines, keine Erfahrungspunkte oder sonst was. Wie es funktioniert, will ich euch ganz kurz zeigen. Ihr nehmt einfach irgendein Deck, egal ob Flugzeuge oder Panzer, ist alles ganz, ganz egal. Auch das Battle Rating spielt keine Rolle. Dann klickt ihr hier oben auf das Segelschiff-Icon und hier unten habt ihr dann die Ereignisse. Da ist das Ereignis, auf das ihr klicken müsst, dann würdet ihr hier auf Teilnehmen klicken und würdet automatisch an der Schlacht mit diesen Schiffen teilnehmen. So, und dann noch eine kleine Sache, bevor wir uns so ein Gefecht angucken, in eigener Sache. Dem einen oder anderen ist es ja aufgefallen, ich habe da ein Werbevideo gepostet, hier oben steht CPOC. Ich bin nicht mehr bei TFD, aber um dort in irgendeiner Art und Weise Spekulationen vorzubeugen, ich bin nicht von TFD weggegangen, weil es mir dann nicht mehr gefallen hat und TFD hat auch nicht gesagt, geh weg, weil du uns nicht mehr gefällst, sondern in den vergangenen Wochen und Monaten war es so, dass ich immer öfters dort im Teamspeak Besuch von Spielern bekommen habe, die mit mir spielen wollten, die ein bisschen was lernen wollten, weil ich auch Tutorials gemacht habe und wir haben lange, lange hin und her überlegt, was machen wir nun mit der Situation. Es ist nicht unbedingt auch immer angenehm gewesen für TFD, dass da so viele Leute gekommen sind, die eigentlich mehr oder weniger mit mir und meinen Leuten fahren wollten, statt mit TFD was zu machen. Und da haben wir gesagt, warum gehen wir jetzt nicht den nächsten logischen Schritt? Tutorials machen wir, Gameplays machen wir, versuchen die Leute ein bisschen zu entertainen und denen auch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, damit sie die Lust und den Spaß am Spiel nicht verlieren. Wir gründen einfach eine Kampfgruppe, in der zukünftig Leute mitmachen können, die Lust haben. Primär möchten wir natürlich den Leuten auch ein bisschen was über das Spiel vermitteln, sodass sie dann auch ein bisschen mehr hinbekommen, ein bisschen länger durchhalten, ein bisschen mehr Spaß am Spiel haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das war der einzige Grund, warum ich mich von TFD getrennt habe. Ich bin immer noch eng mit TFD befreundet. Da sind immer noch ganz, ganz tolle, nette und liebe Leute, die vor allen Dingen eines können, auch richtig toll spielen. Nicht, dass da in irgendeiner Art und Weise Gerüchte aufkommen, die womöglich dann hinterher im Nachhinein für böses Blut sorgen, weil man gehört hat, dass einer gesagt hat, dass jemand anders erzählt hat. Nein, das ist Quatsch. TFD und ich sind
im Guten auseinandergegangen und das in Anführungsstrichen auseinandergegangen, denn mein Kontakt zu TFD ist nach wie vor vorhanden. Ich mache nach wie vor auch ganz viel mit TFD-Mitgliedern. Der Clan-Tag davor unterscheidet uns nur im Spiel. Ansonsten sind wir nach wie vor Freunde und das, was wir jetzt hier mit dieser Squad machen, soll eigentlich nur helfen, den Leuten den Spaß am Spiel so ein bisschen näher zu bringen. So, wir kommen jetzt zu unserem Segelschiffgefecht und sehen uns nach dem Video wieder. So, dann gucken wir uns mal die Segelschiffe an. Hab sie jetzt schon ein, zwei Mal ausprobiert. Ihr seht das hier, es gibt auch nur ein Schiff, ein britisches Schiff. Da ist es auch egal, was für eine Nationalität man vorher in der Garage auswählt. Es gibt immer nur dieses eine britische Segelschiff mit einem Battle Rating von 1,3. Wobei das Schiff OP ist. Ich vermute mal, Gaijin wird das Battle Rating noch anheben. Nein, war ein Scherz. Ja, das ist jetzt eigentlich das Event. Wenn man sich das mal anschaut, die Landschaft drumherum, auch oben die Wolken, die ganze Atmosphäre, sieht richtig geil aus. Gaijin kann hübsch. Ja, die können wirklich hübsch programmieren. Ich habe ja auch das andere echte Segelschiffspiel spielen dürfen, angetestet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Grafik her, nur von der Grafik her, ist das hier wieder um Längen besser als das, was die anderen im Original abliefern. Ist einfach so. Dass hier jetzt die Spielbarkeit eingeschränkt ist, weil es eben nur so ein Event ist, das braucht man, glaube ich, nicht bezweifeln. Da ist in einem anderen Spiel schon ein bisschen mehr los, aber das liegt halt auch daran, dass das andere Spiel sich wirklich darauf fokussiert hat und das hier tatsächlich nur ein Event ist. Aber man kann auch sehen, es geht hier tatsächlich darum, dass die Engine bereits getestet wird. Ihr seht, wie die Schiffe im Wasser liegen, wie das Wasser schäumt, wie all diese ganzen Sachen hier doch stimmig zueinander passen. Aber kommen wir jetzt einfach mal aufs Event. Große Zielhilfe gibt es hier nicht. Man muss ungefähr abschätzen, wo man mit den Kanonen hinhalten muss. Man kann von beiden Seiten schießen, also einmal von Backbord und einmal von Steuerbord. Also wenn man zickzackt, kann man quasi ständig den Gegner unter Beschuss nehmen. Allerdings benötigt man vor allen Dingen auch Distanz, eine gewisse Übung, um hier überhaupt irgendjemanden zu treffen. Im Nahkampf ist es dann schon eher möglich, ein Schiff zu versenken, wobei man ja nie vergessen darf, der andere kann auch zurückschießen. Das heißt also, man kann genauso gut versenken. Und ihr merkt sicherlich schon, ich spreche gerade einen Text drüber. Ich mache also quasi einen Commentary davon. Aber hier könnt ihr das mal so sehen. Da habe ich tatsächlich auf Distanz getroffen. Es gibt hier allerdings nichts, was in irgendeiner Art und Weise großartig darauf hinweist, was man bei dem anderen jetzt tatsächlich kaputt machen müsste, dass er ganz schnell sinkt oder sowas. Also wir haben festgestellt, man kann Segel zerschießen. Ob das allerdings irgendeinen Effekt hat, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht wirklich ausprobiert oder darauf geachtet. Man kann in den Rumpf reinschießen. Und wenn man selbst getroffen wird, dann fliegt einem auch mal so ein Holzsplitter durch den Monitor. Also ich finde, es ist sehr, sehr gelungen. Und von der Grafik her einfach um Längen besser als das, was in Naval Action im Moment geboten wird. Ihr seht das ja jetzt hier, auch wenn man nur so auf die Landschaft drumherum achtet, viel detaillierter, viel, na, ich will nicht sagen echter, aber es wirkt alles authentischer als das, was Naval Action da im Moment abliefert. Also da ist ja vor allen Dingen alles, was mit Land zu tun hat, das ist ja eine einzige Textur, ohne große Unterschiede. Alle Hafenstädte sehen gleich aus, wenn man hinfährt. Die Landschaft ist mehr so lieblos dahingeklatscht mit immer denselben Palmtexturen drauf. Hier hat man sich offensichtlich Gedanken gemacht. Und wenn tatsächlich die Kriegsschiffe irgendwann hier zu ins Spiel kommen, ob man dann auch so eine Umgebung den Leuten bietet, könnten das echte Leckerlis werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei die Frage ja nach wie vor die ist, was wird eigentlich passieren? Man will ja diese verbundenen Schlachten. Allerdings kann sich aktuell keiner wirklich vorstellen, wie eine Kombination aus Flugzeugen, Schiffen und Panzern funktionieren sollte. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal ganz kackenfrech, so im Voraus spekulierend, es ist
das so in der Form wahrscheinlich gar nicht geben wird, Flugzeuge, Panzer und Schiffe in einem Gefecht zu sehen, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es bei den Schiffen ähnlich laufen wird wie bei den Panzern. Wir werden uns bei den Schiffen mit Flugzeugen rumschlagen dürfen, aber nicht mit Panzern. Es ist ja hier auch so, dass im Moment die Flugzeuge ihren eigenen Bonus haben. Da kann sich keiner mit einem Panzer mit in so ein Gefecht hineinbewegen oder womöglich mit einem Panzer, wenn da oben die ganzen Flugzeuge vom Himmel schießen. Das hat man außen vor gelassen. Und ich denke, bei den Schiffen wird es ähnlich sein. Ich finde es allerdings so ein bisschen schade, dass Kaijin die Wege nicht vernünftig geht. Ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört und ich unterstütze diese Idee eigentlich auch, dass man bei den Panzern zwei Modis anbieten sollte. Und zwar den Modus ohne Panzer, ohne Flugzeuge und verbundene Schlachten, Panzer und Flugzeuge. Das gleiche gilt dann halt eben auch für die Flugzeuge. Die Flugzeuge sind einmal im Jahr unter sich. Und dann gibt es ja für die Piloten, zum Beispiel im RB-Modus oder im SB-Modus, die Möglichkeit, mit ihren Flugzeugen auch gegen Panzer anzutreten. Und so könnte man das dann später zum Beispiel auch bei den Schiffen machen, wenn man nicht einschlagen würde. Schiffe einmal nur unter sich. Und dann womöglich Schiffe und Flugzeuge für die, die Bock drauf haben. Ich vermute nur einfach mal, wenn es so einen Modus geben würde, nur Panzer, dass wir dann nicht mehr sehr oft Panzer und Flugzeuge in einem Gefecht sehen werden, weil die meisten Leute, die meisten Panzerfahrer keine Lust haben werden, auf oder in Gefechte einzusteigen, in denen die Flugzeuge. Es ist ein wirklich, wirklich schwerer Weg, den Kaijin da eingeschlagen hat und ob die es jemals schaffen werden, den zur Zufriedenheit alle zu Ende zu gehen, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ihr seht jetzt hier, mich hat es erwischt, der Kahn sinkt, das heißt, ich bin raus und ich mache jetzt hier gleich mal einen Cut, das wollte ich euch nämlich noch zeigen, was passiert eigentlich, wenn man hier aus der Karte raussegelt. Das habe ich für euch noch aufgezeichnet und wir sehen uns dann nachher in der Garage wieder. Wir gucken uns das noch eben zu Ende und dann kommt der Schnitt. Und ich hoffe, ihr probiert das Event aus. Es macht einfach richtig viel Spaß. So, ich segel in den Sonnenuntergang. Wie romantisch, da, da, da. Chino, ich bräuchte mal deine Unterstützung. Wo ist er denn? Ganz weit vorne. Ich höre gerade einen Kran. Ich höre gerade Leute schreien. Ja, er hat mich runtergezogen. Geilo. Schön. Schön gemacht. So, da sind wir wieder. Ihr habt jetzt also ein Gefecht gesehen. Ihr habt gesehen, ich bin da jetzt nicht wirklich der Ober-Super-Segelschifffahrer. Tutorials zu machen macht auch nicht wirklich Sinn für dieses Event. Das sind übrigens, heute ist der 1. April, in 2 Tagen wieder vorbei sein wird. Also versucht es einfach nochmal zu spielen, wenn ihr irgendwo 5 Minuten Zeit findet. Es ist eine lustige Sache und behaltet immer im Hinterkopf, es ist kein April-Scherz, sondern es ist tatsächlich ein Test für die Engine. Und dieser Test für diese Engine zeigt uns nur eines. Die Segelschiffe werden zwar nicht kommen, aber die Kriegsschiffe. Und wir haben einfach mal versucht hochzurechnen, wann das denn dann so sein könnte, dass die Kriegsschiffe kommen, ohne dass ich es offiziell wirklich weiß. Aber wir würden sagen, der aller früheste Termin, der möglich wäre, wäre Ostern nächsten Jahres. Wenn Gaijin nicht noch irgendwas Tolles aus dem Hut zaubert. Aber realistischer wird wohl doch Herbst 2017 sein. Also irgendwo in dem Zeitraum zwischen Ostern 2017 und Herbst 2017 werden dann auch die Kriegsschiffe hier im Spiel Einzug halten. Ich hoffe, euch hat das Video ein klein wenig Spaß gemacht, auch wenn es diesmal keine Panzer und keine Flugzeuge gewesen sind. Auch wenn ich das Video dazwischen geschoben habe. Es gibt jetzt in den nächsten Tagen weiter Panzervideos.
Und wenn ihr einen Clan sucht, mit dem ihr abends lustig durch die Gegend mümpeln könnt, so ein bisschen Spaß am Spiel und im Team haben möchtet, dann bewerbt euch doch einfach mal bei uns. Wir machen das relativ unbürokratisch. Bitte tut mir einen Gefallen, bewerbt euch nicht hier über diesen Button Clan suchen und dann Bewerbung abschicken. Das können die Leute, die das da bei uns in dem Clan machen, nicht berücksichtigen. Sondern klickt unten auf meinen Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu meiner Homepage mit dem Videoarchiv. Da ist auch ein Forum dran angeschlossen. Und in diesem Forum gibt es extra einen Bewerber-Thread und da ist auch alles drin erklärt. Und ich verspreche euch, wenn ihr dann ganz kurz reinschreibt, wer ihr seid und was ihr möchtet, nichts Ausführliches, dann wird sich ganz schnell jemand bei euch melden und dann dauert das auch nicht mehr lange und dann dürft ihr mitmachen, denn besonders viele Vorgaben gibt es bei uns nicht. Uns ist in erster Linie wichtig, dass ihr Spaß am Spiel habt. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Implied.